Der 1. FC Magdeburg betritt erneut die Bühne der 3. Liga. Die Vorbereitung ist abgeschlossen und am kommenden Sonntag steht das Saisondebüt bei der SG Sonnenhof Großaspach an. Lampenfieber? Das Bauchgefühl ist gut und die Erwartungen dementsprechend natürlich auch. Wir wissen jetzt, gehen ins 3. Jahr, 3. Liga, was uns erwartet. Freuen uns natürlich auf die Saison, aber wissen natürlich auch, dass es schwer wird. Aber jetzt am Sonntag natürlich wie immer wollen wir natürlich möglichst das Spiel gewinnen. Und im letzten Jahr ist uns das gelungen, zweimal Großaspach zu schlagen und da wollen wir natürlich in dieser Saison anknüpfen. 10 neue Akteure sind im Ensemble der Blau-Weißen. Kapitän Marius Sowislo weiß um die Wichtigkeit, die Mannschaft zusammenzuschweißen. Als Mannschaft haben wir das sehr gut geregelt. Also wir haben die neuen Spieler gut integriert. Wir haben eine helfende Hand gereicht. Die haben sie angenommen. Die haben einen Schritt auf uns zugemacht. Alle denken im Sinne des Vereins, im Sinne des Erfolges. Und wir wollen so schnell wie möglich eine Einheit werden. Und die Vorbereitung sah ganz gut aus. Wir haben uns schon ein großes Stück kennengelernt. Und jetzt wird man schauen, wie das in der Saison fruchtet. Der 1. FC Magdeburg gilt für viele als kommender Aufstiegsaspirant. Fühlt sich das Team in der Rolle wohl? Wir bewerten das nicht über. Wir wissen, was in dieser Liga auf uns zukommt. Natürlich ist es immer für alle einfach, dann zu sagen, okay, die sind letztes Jahr Vierter geworden, die sind halt ein Kandidat dafür, jetzt auch den nächsten Schritt zu machen. Das wird man sehen. Also wir würden uns dagegen jetzt nicht wehren, aber uns da jetzt so direkt als Favorit zu sehen in dieser Liga, das tun wir nicht. Es freut uns natürlich, dass die anderen Vereine und Trainer uns, sage ich mal, so sehen, dass wir einen Riesenschritt nach vorne gemacht haben als Verein, als Mannschaft. Wir werden nichtsdestotrotz unsere Hausaufgaben erstmal machen, bodenständig sein und wissen ganz genau, wie schwierig halt die Liga ist und was man dafür alles benötigt, um auch Punkte zu sammeln. Anstoß ist am kommenden Sonntag um 14 Uhr.